Hallo und herzlich willkommen bei Beatbox Germany. Ich bin Fridon, der zweifache deutsche Loopstation-Meister, aber das wusstet ihr bereits. Und ich bin heute hier, um eure Wildcards für das Beat-Covid-Loopstation-Battle 2021 zu bewerten. Kleiner Disclaimer vorab. Es gab 7 Wildcards und jeder von euch ist platziert. Das heißt, es geht hier jetzt nicht darum zu sagen, wer ist schlechter, wer ist besser. Es geht mir nur darum, Feedback zu geben. Meine Punktevergabe wird separat hiervon stattfinden. Das hier ist rein ein Feedback für euch als Looper. So, lasst uns nicht lange reden. Ich werde in diesem Video alle Wildcards judgen. Und ich bin gespannt. Marvelin sorgt für Timestamps unten im Video. Dann könnt ihr direkt zu eurer Wildcard skippen. Macht das aber bitte nicht. Supportet noch die anderen Artists. So. Chaos ist der Erste. Der gute Chaos. Ich bin gespannt. Ja, ich bin Chaos. Und das ist meine Wildcard für das German Beat Covid Loop Battle 2021. Moin! Let's go. Ah, granular. Oh, die Melodie kenne ich. Oh, die ist schön. Wunderschöne Melodie, tatsächlich. Oh, mit den Assignments, ey. Da hast du mir einen voraus, mein Guter. Ich habe nämlich absolut keinen Plan davon, aber ich muss da unbedingt mal reinkommen. Das ist echt Masterlevel, ohne Scheiß. Erstmal Props dafür. Build-up gefällt mir auch jetzt schon. Schön im Flow, nicht zu lange irgendwie mit einer Technik beschäftigen. Straight to the point, finde ich super. Drums ein kleines bisschen weak, sage ich jetzt mal, vom EQ her. Ist das Erste, was mir auffällt. Ah, er hat da noch ein Second Device liegen. Ich war gerade so. Oh, sehr schön. Wow. Ah, da hättest du den Filter von den Drums weglassen sollen. Ah, der ist schön, Mann. Der ist richtig schön. Ding. Oh, geil. Ja,
Also wirklich Chaos. Erstmal nicht schlecht, ohne Scheiß, ey. Also ich bin mit gar keinen Erwartungen hier rangegangen und ich bin wahnsinnig geflasht. Mann, das Level ist geil. Sehr, sehr geil. Erste Wildcard und direkt, wuhu! Ah, das hat jetzt den Bar ziemlich hochgesetzt. Ziemlich geil. Ich fand's sehr geil. Wie gesagt, also, um kurzes Feedback zu geben, bevor ich zur nächsten Wildcard komme. Die Drums waren für mich der weakste Part. Die hätten ein bisschen besseres EQing vertragen können. Also einfach den Equalizer vielleicht nochmal ein bisschen rumspielen. Vielleicht auch mit der EQ Dynamics Combination. Also, Dynamics auf A mit einem Live-Compressor und auf B einen Equalizer oder auf A und B zwei Equalizer für Snare und Kick. Den Snare-Equalizer kannst du auch für Hi-Hats verwenden. Das ist so das, was ich dir empfehlen würde. An sich muss ich auch noch sagen, das erste Build-Up fand ich zu lang. Es war ein bisschen zu lang für, sag ich jetzt mal, das Outcome, was dann kam, aber trotzdem war das Outcome super geil. Es war ein super geiler Feel-Good-Song und Chaos, wirklich sehr, sehr geil gemacht, wirklich. Hut ab, richtig geile Wildcard, Respekt, Mann. So, wir gehen weiter, als nächstes haben wir den guten Laser, mit dem ich ja auch schon in einem Battle drin war, und zwar im German Instagram Loopstation Battle. Ich bin gespannt, wie seine Entwicklung fortgeschritten ist. Und ich sehe jetzt hier schon im Thumbnail, er benutzt auch Assignments. Also anscheinend ist der Trend gerade wirklich bei Assignments und ich muss mich damit echt mal auseinandersetzen, ich alter Sack. So, schauen wir mal. Yo, was geht? Mein Name ist Laser, 17 Jahre alt aus Bayern und das ist meine Wildcard für das Speed COVID Loop Station Battle 2021. Let's go. Yeah, Mann. Ich mach gerade leere Tracks, die ich für die Assigns benutzen werde. Kurz, bevor wir jetzt anfangen, was mir direkt auffällt, ist tatsächlich, also gut, mir als Videograf fällt es auf, das ist jetzt absolut nichts, das geht nicht ins Judgment von der Wildcard rein, aber es ist nur eine Empfehlung von mir. Ich sehe, deine Kamera ist nicht gut, du hast jetzt nicht die beste Kamera, ist aber auch nicht schlimm, was du nämlich machen kannst, ist nicht so wild. Einfach platzier dir ein Licht und benutze eine bessere Perspektive, dass du besser im Bild bist, weil man sieht jetzt hier den Bildausschnitt, ich sehe eine Menge von deinem Zimmer und sehr wenig von dir. Mach es wirklich so, dass maximal, dass du wirklich der Hauptzentralpunkt des Videos bist und dass man auch so ein bisschen von oben, sage ich jetzt mal, auf die Loopstation oder von hinten besser auf die Loopstation gucken kann. Dann kann man auch besser nachvollziehen, was du machst. Das ist jetzt allerdings wirklich nur meine Meinung als professioneller Videograf. Das ist jetzt nicht musikalisch. Aber ich sag nur Verbesserungsvorschläge im Generellen. So. Jetzt gehen wir weiter in den musikalischen Part. Gottes Willen, ich muss mich mit den Assignments auseinandersetzen. Das ist Killer. Hammer, echt, was du damit machen kannst. Ist einfach sehr geil zu sehen, wie die New School Looper halt wirklich mit ganz neuen Wegen ankommen, Loops zu generieren. Finde ich super geil. Auch gutes Build-Up, definitiv. Noch keine Time gewastet. Gutes Layering, relativ schwacher EQ für meinen Geschmack. Die Snare könnte ein bisschen mehr Punch vertragen. Simpler Beat, was nichts Schlimmes ist. Keeping it simple ist immer geil. Lass mich raten, jetzt kommt gleich ein Synth. Hm.
Ja. Fehlt ein bisschen an Energie. Ich finde die Idee geil. Auch so eine Melodie fand ich sehr geil. Alles ein bisschen. Es fehlt wirklich halt die Energie. Also ich. Aber ich finde den Effekt total geil. Das mit dem Filter und Panning Delay ist auch eine meiner Lieblingskombinationen für Harmonien. Da kann man ziemlich geile Trance-artige Effekte mit erzielen. Finde ich ziemlich cool. Ach, das war's schon. Nö. Oh. So, um Feedback zu geben. Die Wildcard geht 4 Minuten, fühlt sich aber tatsächlich nicht wie 4 Minuten an. Also ich fand sie tatsächlich ziemlich kurz. Ich habe die ganze Zeit auf was gewartet, auf was Größeres, sage ich jetzt mal. Und ich war tatsächlich überrascht, dass es jetzt schon zu Ende war, weil ich die ganze Zeit so auf was. Naja, es fehlt was. Also du hättest auf jeden Fall ein bisschen mehr. Bisschen mehr Arbeit, sag ich jetzt mal, noch in kleinste Details geben sollen. Ich finde so, der Track ist für mich so eine Rohfassung von einem schon ziemlich, ziemlich geilen Track. So. Aber wenn du da jetzt, sag ich jetzt mal, noch 2 Wochen Arbeit in diesen Track reingesteckt hättest, oder was weiß ich, ist jetzt so eine dahingeworfene Nummer, dann hättest du da definitiv noch ein bisschen mehr rausholen können. So. Aber absolut keine schlechte Performance, finde ich super. Man merkt dir allerdings an, dass du noch nicht so ganz, sag ich jetzt mal, sicher bist bei der Performance, aber das kommt mit der Zeit. Also mach dir keinen Kopf. Ich fand die Wildcard geil und du bist drin. Sehr, sehr geiles Ding. Und ich finde es super, 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 super geil, wie krass ihr euch jetzt schon alle mit diesen technischen Sachen auskennt, mit den Assignments. Also das ist wirklich, ich muss mich damit auseinandersetzen. Das ist wirklich krass, was du damit alles machen kannst, wie schnell du dann so granular Melodien aufbauen kannst. Das ist schon Hammer. Ist schon Hammer. Also, mag mir einer vielleicht mal eine Lesson geben? So, okay. Gehen wir zur nächsten Wildcard. Als nächstes haben wir Saijo? Ich werde es gleich hören. Jo Leute, mein Name ist Saijo. Saijo! Aus Brandenburg. Das ist meine Loopstation Wildcard. Moin, Saijo22 aus Brandenburg. Schön, dass du mit beim Beat Covid Loopstation Battle dabei bist. Sehr geil. Auch, finde ich cool. Du hast ne, da sieht man direkt den Unterschied zum beispielsweise zu Laser. Jetzt Videografenmeinung, bitte Disclaimer. Er hat ein Licht aufgestellt. Er ist der Main Part im Video. Sieht geil aus. Man sieht von oben auf die Loopstation. Sehr, sehr geil. Schon mal da kriegst du schon mal Videografen Pluspunkte, die absolut nicht in die Wertung der Wildcards mit einfließen. Für das Beat Covid Battle 2021. Da kennt sich jemand mit Queuing aus. Schön mit Filter und allem. Oh, den kenne ich. Ich habe den, glaube ich, im Discord schon mal gehört. Ah, Stimme, sehr schön! Stimme kriegt immer Pluspunkte bei mir. Oh. Wow.
Ja, ich kenn's, ich hab's im Discord schon gehört. Ich hab's, ja. Geile Stimme. Oh man! Oh! Sehr geiler Stilbruch, gefällt mir. Ja, Mann! Weg mit dem Ständer, Junge! Oh, geile Stimme, Mann! Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen biased, weil ich kenne den Song schon. Er hat ihn schon mal auf dem Discord-Server von Jazam und Sin hat er ihn schon mal performt. Und ich habe damals schon gesagt, Alter, das Ding ist der Hammer. Und ich muss, also bis jetzt ist das mein absoluter Favorit. Weil da war Stimme mit drin. Das, also wirklich, der Ablauf des Songs war super. Er hatte so viele Parts mit drin. Die so einzigartige Stimmung, so, die hatten Funktion. Das hatte alles Sinn und Zweck, was er gemacht hat. Also, was du gemacht hast, sorry, ich spreche dich jetzt einfach mal direkt an. Also, was du da gemacht hast, wirklich Hammer. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, aber das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal im Discord-Server gesagt, ist der Drop. Den Drop fand ich nicht so krass. Ich weiß nicht, ich hatte so das Gefühl, dass du beim Panning-Delay und beim, also der Panning-Delay war generell, ich glaube, von der Note her zu tief. Also die Vibration war, ich stell mir halt gerade eine Waveform vor. Stell dir eine Waveform vor, die so ist. Und wenn du den Panning-Delay natürlich, sag ich jetzt mal, wenn du die höheren Noten spielst, dann ist die Waveform enger zusammen. Und wenn du die tieferen Noten machst, geht sie immer weiter auseinander. Und da war sie ein bisschen zu weit auseinander für meinen Geschmack. Dadurch war der Bass nicht so clean. Ich würde dir empfehlen, dass du das in Zukunft mit dem Granular-Delay machst, die Bassline einspielen, weil dann hast du die Probleme nicht, weil die Granular... wenn du die Basslines mit dem Granular machst, ist die Waveform wesentlich cleaner. Weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Ich hab's jetzt einfach mal so, wie ich es in meinem Kopf mir vorstelle, versucht zu erklären. Aber an sich
Hammerding, wirklich hammergeiles Teil. Die Drops waren für mich absolut nicht das Aussagekräftigste. Das, was das für mich einzigartig gemacht hat, war Stimme. Wirklich, also Hammer. Ich bin total geflasht. Wirklich. Sideshow, großartig. Wirklich. Hammer. So geil, wie viele neue Talente in Deutschland aus dem Nichts geschossen kommen. Entweder kommen sie aus dem Nichts oder ich bin einfach nicht up to date, was das angeht. So, wir machen weiter. Sideshow hat jetzt wirklich, jetzt bin ich gespannt, was noch kommt. Als nächstes haben wir Dylan Beatbox. Alright. Mein Name ist Dylan Beatbox und das ist meine Wildcard für das German Covid Battle. Grüß dich, Dylan. Okay, direkt nochmal meine Meinung als Videograf. Warum ist die Loopstation nicht zu sehen? Finde ich uncool. So. Ist aber nicht ins, wie gesagt, fließt nicht ins Wildcard-Judging ein. Aber zeigt euch und zeigt die Loopstation. Weil sonst können wir ja nicht sagen, ob ihr eventuell nicht da noch ein Device stehen habt und ihr cheatet. Oder was weiß ich, Samples verwendet oder was weiß ich, oder schon vorher was eingespielt habt. Das können wir dann nicht beurteilen. Deswegen definitiv bitte immer die Loopstation zeigen, sowohl die Loopstation als auch euch selbst. Sonst können da Missverständnisse auftreten. So. Hab mich schon gefragt, wann der erste mit Robot kommt. Ich find's geil, dass du das Logitech Gaming Headset benutzt. Find ich geil. Müsste Logitech sein, oder? Sieht so aus. Schöne Melodie, schöner Klang, geiler Bass, passt sehr gut dazu. Digga, wenn du den Guitar to Bass so gut mit deiner Stimme kontrollieren kannst, brauchst du eigentlich keinen Robot. Sag ich mal so. Kann passieren, sollte nicht passieren. Schon mal sehr gute Struktur auch. Die Sin-Kombo, sehr geil. Hört man selten. Die wenigsten wissen, wie sie funktioniert. Ich nicht. Zu harter Übergang. We'll be right back.
Oh, das ist absolut nicht im Takt. Oh. Snare ist nicht im Takt, Kick ist auch irgendwie strange. Versteh mich nicht falsch. Den Anfang fand ich sehr geil. So alles, was du bis hin zu diesem Guitar-Distortion-Drop gemacht hast, fand ich sehr, sehr geil. Danach wurde dann die BPM. Du hast irgendwas mit dem Granular gemacht, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich weiß nicht, ob es ein Beatscatter war. Es hat so gewirkt, als hättest du die BPM verändert und einen Beatscatter noch reingemacht. Oder mit einem Beatshift, ich weiß es nicht, aber da ist dir irgendwas ganz, 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 ganz gravierend schiefgelaufen. Also das hat dann alles nicht mehr zusammengepasst. So. Da musst du in Zukunft nochmal drauf achten. Also das kommt mit der Erfahrung, sag ich jetzt mal, je mehr man loopt, desto besser wird das halt, so das Taktgefühl und alles, so. Aber man hat ja auch angemerkt, dass du es selber dann am Ende nicht so wirklich so enjoyed hast. Aber ich nehme mal an, du hast noch nicht so viel Erfahrung, deswegen nimm dir das jetzt nicht zu Herzen. Das ist jetzt nur meine Meinung, das ist nur das, was wie ich es empfinde. Und ich sag das auch nur da, um dir halt Verbesserungen zu geben. Aber das Ende, das war schon rough. Das war sehr, 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 sehr rough. Okay. So, gehen wir zum nächsten über. Als nächstes haben wir den wundervollen, den unglaublichen Slither. Ich bin gespannt. Slither? Das ist meine Wildcard. Von Slever habe ich auch schon auf dem Discord-Server gehört. What? 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 Warte mal. Warte. Was ist da? Was ist da denn gerade? Alter, ich bin gespannt, wo das hinführt, weil das hat sich krank angehört. Oh, ich bin so neidisch auf Second Devices. Wenn die scheiß Dinger nicht so teuer wären, ne? Ich habe einen heftigen Inky-Vibe. Da beherrscht jemand's einfach. Thank you.
Ja, komm, gib mir noch einen. Ach, komm schon! Oh Mann! Oh, war geil, war geil. Aber meinetwegen hättest du noch eine Minute weitermachen können. Echt ohne Scheiß. Woo! Alter Schwede, so, so. Okay, Feedback dazu. Wow! Also sehr, sehr krass, sag ich jetzt mal, experimentell. Sehr heftig elektronisch, finde ich ziemlich geil. Du hast so kaum noch, also gar nicht mehr gehört, dass es so wirklich Stimme war. Was auch definitiv seinen eigenen Reiz hat. Also mein Style ist es nicht, aber es ist trotzdem unglaublich beeindruckend. Auch mit dem Second Device, alleine das am Anfang, das hat schon so, wow, das hat Interesse geweckt. Das war fett. Das war echt fett. Da hast du richtig direkt so, okay, ich will wissen, was da jetzt rauskommt. Und der erste Drop hat absolut nicht enttäuscht. Der zweite und dritte, dafür haben mich nicht mehr so gecatcht. Du hast halt die Bar hast du wirklich mit dem ersten Drop richtig hochgelegt. Aber da ist es auch schon schwer noch nachzulegen. Vor allem mit den Möglichkeiten, die du dann noch, sag ich jetzt mal, mit den Remix-Möglichkeiten der Loopstation, ist es dann wirklich, wirklich schwierig. Alter, das Ding war krass. Es ist so schade, dass die Dinger so wenig Aufrufe haben. Das hätte so viel mehr verdient. Sorry, aber echt. Wirklich, wirklich, wirklich sehr gute Leistung. Wirklich sehr, sehr gute Leistung. Also, mir hätte bei deiner Wildcard Slather, da hätte mir jetzt so noch ein bisschen mehr, sag ich jetzt mal, Melodie hätte mir gefallen. So ein bisschen mehr Musicality. Aber da hast du ja, glaube ich, aktiv auch gegengesteuert. Das ist jetzt nur meine Meinung und das wird auch nicht ins... das lasse ich nicht ins Judging einfließen, das ist jetzt nur mein subjektives Empfinden, weil ich immer sehr gerne Melodie habe. Aber an sich, geil. Absoluter Stilbruch gegenüber den anderen. Sehr, sehr gut gemacht. Wirklich, sehr, sehr gut gemacht. Alle, wirklich, alle. Jeder von euch, der da bisher mitgemacht hat, hat absolut bravo. Sehr, 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 sehr geil. So. Auf die nächste Wildcard freue ich mich. Das ist nämlich der Unglaubliche, der Fabulöse, meine Damen und Herren, der Mann, der mal wieder sein Gesicht nicht zeigt. Entrix! Sehr, sehr geil. Mein Kollege, mit dem ich tatsächlich auch im Finale war und der mir ganz schön die Hölle heiß gemacht hat. Also das war fucking knapp. Der Typ hat ein krasses Level. Ich bin gespannt. Yo, ich bin Antrix und das ist meine Wildcard für das Beat. Und der ist wie alt? 15, 16? Sorry, by the way, nochmal wegen Insanity. Ich hätte einen Disclaimer wegen der Altersfreigabe geben sollen. Beat Battle 2021. Oh. Clean. Super clean Drums. Finde ich geil. Aber Antrix, ich muss einfach sagen, warum dieser Schritt zurück? Jetzt ein Video mal, die Videografenmeinung. Warum dieser Schritt zurück? Warum zeigst du mir dein Loch? Warum darf ich mir in einer Nahaufnahme deinen XLR-Anschluss der Loopstation angucken? Ich will dich beim Performen sehen, mein Guter. Du bist so eine kranke Sau. Kannst es ruhig zeigen, Mann. Build-up jetzt vom Flow her nicht ganz so gut. Ich bin... Ja, da kommen wir später zu. An der Stimme gearbeitet. Sehr gut. Die hört man sehr gut. Ich
Ah, ein typischer Entrix Drop. Ich würde mir mittlerweile mal wünschen, dass so ein bisschen aus dieser Synth Tremolo Komfortzone rauskommst. Trotzdem sehr, sehr geil. Das ist auch so ein typischer Entrix-Move, ey, der High-Pass-Filter. Ah, der Reverse auch sehr, sehr geil. Sehr geiler Nutzen vom Granular. Oh, wie clean. Das braucht Skill. Das braucht Skill. So, um einmal Feedback zu geben. Ja, Antrix, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich ein bisschen mehr erwartet habe, was deine, sag ich jetzt mal, übliche Progression angeht. Ich glaube, ich finde, du hast dich ein bisschen sehr ausgeruht in letzter Zeit, weil ich kenne diesen Stil von dir jetzt schon. Ja, also den habe ich jetzt schon sehr oft von dir gehört. Also das Tremolo, Synth, die Drops und dann noch mit Reverse. Also das machst du sehr oft. Ich würde dir mal empfehlen, komm mal raus aus dieser Komfortzone und probier mal ein paar neue Sachen. Setz dich vielleicht auch mal wie die anderen mit den Assignments auseinander. Das könnte dir, glaube ich, auch nochmal ein bisschen neuen kreativen Input geben. Was jetzt nicht heißen soll, dass deine Wildcard schlecht ist. Absolut nicht. So, vom Ablauf her. Ich wollte noch mal zum Intro was sagen. Das Intro hat mir jetzt nicht ganz so gefallen. Ich finde, du hättest die Drums später einsetzen können. Ich hätte an deiner Stelle halt mit der Harmonie und dem Bass angefangen und dann die Drums und die diese One-Shot-Melodie, die du da verwendet hast, hätte ich dann reingemacht. Aber an sich, so rein vom Flow her, von der Struktur her, danach war das ein perfekter Track. Allerdings auch, der war so. Ja, geiler Track, aber nichts, was mich jetzt so komplett geflasht hat. Ich kenn diesen Stil halt schon von dir. Wie gesagt, machen wir was Neues. Trotzdem sehr, 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 sehr gut gemacht. Wirklich. Hammer, hammer, hammer. Als nächstes haben wir den guten Elmoop. Auf den freue ich mich. Von dem habe ich nämlich länger schon nichts gehört. Ich habe auf jeden Fall seine Performance beim Swiss Beatbox Camp, beim World Beatbox Camp habe ich es gesehen. Und ich bin mal gespannt, was seitdem passiert ist. Finde ich auf jeden Fall gut, dass er einen Timer direkt daneben hat. Safe, immer. Kameraperspektive, natürlich meine Videografenmeinung mal wieder so lala. Warum ich jetzt so viel von deiner Wand und deinem Tisch sehe, ist mir ein Rätsel. Und warum ich nur in deine Hand sehe, zeigt euch, wie der gute Maddox es schon beim German Instagram Loopstation Battle gesagt hat, zeigt euch, ihr seid Musiker, ihr seid Künstler, ihr seid Performer, also zeigt euer Gesicht und seid stolz auf das, was ihr macht. So. Weil ihr habt die Eier, sowas öffentlich zu machen. Und das gilt für jeden von euch. Vor allem für die, die das Gesicht zeigen. Jo, mein Name ist Elmoop und das ist meine Loopstation Wildcard für die Beat Covid Battles. Beat Covid Loops ist Metal. Auch eine sehr gute Kombination mit Filter und Panning Delay. Macht das Ganze noch wesentlich cleaner.
Mit einer Bassline anzufangen ist ein interessanter Move. Würde ich persönlich eher weniger empfehlen, aber mal sehen, wo es hingeht. Interessanter Nutzen vom Filter. Auch geiles Echo. Sehr trippy. Stimme. Stimme kriegt immer Pluspunkte. Tasty. die Kick hättest du besser EQen können. Ist auch ein bisschen Offbeat. Also, ist ein kleines bisschen off. Ich glaube, die Hi-Hat ist ein bisschen... Geiler Move mit dem Mikrofon, den liebe ich auch. Wait for it. Oh, okay. Sehr geil. Chilliger Vibe auf jeden Fall. Ein Gedicht. Junge, wenn du schon sprichst, dann mach bitte das Gain höher. Ich verstehe nicht. I get it. Oh, der ist schön. Da war der Bass weg. Ey, jetzt überstrapaziert der aber die 4 Minuten ganz schön, Minion. Also meine Videografenmeinung, ich bin geflasht von den Michael Bay-artigen Effekten, die du da eingebaut hast, sehr geil. Elmoop, erstmal danke für deine Wildcard, auch sehr, 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 sehr chilliger Vibe, definitiv. Ich finde, es hat da tatsächlich ein bisschen an Energie gefehlt, so ich persönlich, weil es ist schließlich ein Battle, für das du dich bewirbst und da willst du natürlich dann auch maximale Energie, maximalen Einsatz, ne, willst du da zeigen. Das habe ich jetzt hier nicht so wirklich gesehen. Es sah für mich tatsächlich eher so aus, als nimmst du das Ganze so ein bisschen aufs Korn. Was ich aber auch cool finde. So. Der Vibe war chillig, die Übergänge waren ein bisschen unsanft. Ich glaube, die Hi-Hat war ein bisschen aus dem Takt. Und ich hab so ein bisschen auf irgendwas gehofft, was dann nochmal diesen chilligen Stil nochmal komplett bricht und irgendwie, dass dann noch was Krasses kommt. Aber an sich super entspannter Dance-Track tatsächlich. Habe ich jetzt nicht so viel dran auszusetzen, ist jetzt aber auch, sage ich jetzt mal, nicht das,
hat mich jetzt auch nicht so geflasht. Aber was nichts Schlimmes ist. So ein Mensch in Skinners. Ist trotzdem eine sehr, sehr geile Wildcard. Sehr, sehr geil. Wirklich. So, und das war's tatsächlich auch schon mit den Wildcards fürs Beat Covid Loopstation Battle 2021. Es waren eine Menge geiler Wildcards dabei. Ohne Scheiß. Also wirklich jeder von euch hat sich maximal Mühe gegeben. Habe ich definitiv gesehen. Ihr habt alles gegeben und ihr habt geile Songs performt. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, was aus der deutschen Loop-Szene so langsam wird. So, vor 2 Jahren war es noch so, dass ich, Filthy, Shazam und dann halt Sin und Relative, wir waren so gefühlt die einzigen Looper und jetzt kommen immer mehr deutsche Looper hervor und das erfüllt mich und die anderen auch so unglaublich mit Stolz, dass so viele Newcomer jetzt da sind und das ist geil, wirklich. Ich krieg's Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr Wildcards eingereicht habt. Ihr habt wirklich alle einen wirklich guten Job gemacht. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg beim Beat Covid Loopstation Battle 2021. Dankeschön. Fridon meldet sich ab. Peace! Oh, der ist schön, Mann. Der ist richtig schön.